Was brauchst du? Wir sehen uns später. Auf geht's! Fehlt dir? Seelenfrieden und Rache. Kannst du mir das verschaffen, Söldner? Wir geben dir alles Geld, das wir haben. Erst brauche ich mehr Informationen. Die Anhänger des Ares brennen unsere Dörfer nieder und nehmen unsere Familien mit, um sie zu opfern. Diese Malaikes machen in der ganzen griechischen Welt nur Ärger. Genau deshalb sollen sie so leiden, wie wir gelitten haben, damit die Lebenden ihren Frieden finden und die Toten gerecht werden. Mein Speer gehört euch. Danke, Söldner.
Du ahnst ja nicht, wie viel uns das bedeutet. Ich muss wissen, wo sich die Ares-Anhänger verstecken. Die Anhänger des Ares leben in Höhlen rund um die Gebirge von Zeus Kinderstube. Ich treibe sie raus. Der Junge, Ardos. Bist du sein Aufpasser? Allerdings. Ich muss mit ihm sprechen. Sorge dich nicht um Ardos. Er ist in Sicherheit. Weit weg von hier. Wo ist er? Mir wurde gesagt, du seist alt. So siehst du mir aber nicht aus. Es ist wichtig, dass ich ihn treffe. Wer erzählte dir von dem Jungen? Sprich! Es ist nichts Persönliches mit den beiden, aber wenn ich rede, dann bin ich so gut wie... tot? Rate, was passiert, wenn du es mir nicht erzählst. Na gut, was willst du wissen? Wo ist der alte Mann? Sie sind in Phaistos, südwestlich von hier. Sie haben ihn an einen Pfahl gebunden und schlagen auf ihn ein. Was habt ihr mit dem Jungen vor? Ich weiß es nicht, Söldner. Ich sollte ihn nur zurückbringen. Aber wir wissen beide, wozu sie fähig sind. Und du würdest ihn einen unschuldigen Jungen aushändigen? Du sahst zu, als ein alter Mann verprügelt wurde. Aber... und wolltest den Jungen entführen. Der Kult ist gleich hier, die Straße hoch. Geh und töte sie alle. Du würdest mir einen Gefallen tun. Lass mich gehen und ich werde nichts verraten. Zeus wird über dich richten. Ich muss den alten Mann finden. Hab Dank, Söldner. Der alte Mann lebt. Ich sollte mich im Tempel von Phaistos umsehen. Da ist der alte Mann zwischen den Wachen. Der alte Mann ist hier. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem.
Malaka! Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Warte, wer bist du? Ados schickt mich. Kannst du gehen? Der Junge, den Göttern sei Dank. Verschwinden wir, bevor sie zurückkommen. Durchatmen, alter Mann. Ados, der Junge. Ist er sicher? Lebt er? Niemand wird ihm etwas tun. Obwohl ich ab und zu mit dem Gedanken spiele, ihn zu erwürgen. Ados ist dafür bekannt, selbst den stärksten Willen auf die Probe zu stellen. Ich suche nach einem Zugang in das Labyrinth. Ados sagte, du wüsstest etwas darüber. Ich weiß, dass dieser Ort den Tod bedeutet. Warum seid ihr aus dem Labyrinth geflohen? Etwas muss passiert sein. Ich war nie im Inneren. Ich bin kein Narr. Nikios wollte, dass ich auf den Jungen aufpasse. Ich blieb draußen und betete. Doch ich hörte ihn, den Minotauros. Zwei kehrten zurück. Aber Nikios... Ados sagte, sein Vater sei noch im Labyrinth. Ist das wahr? Ja. Er kam nie herauf. Doch die, die es schafften, wird es nie ganz loslassen. Ados sagte mir, du wolltest mit ihm nicht über seinen Vater sprechen. Wie soll man einem Jungen, der seinen Vater bewundert, sagen, dass die einzige Familie, die er hatte, tot ist? Ich kann nur eines tun, um Nikios Andenken zu ehren. Seinen Sohn daran hindern, diesen verfluchten Ort zu betreten. Warum wollten sie dich verletzen? Als die Überlebenden vor der Bestie flohen, ließen sie die Scheibe, den Schlüssel zum Labyrinth zurück. Ich habe ihn. Warum glauben Sie dann, Ados hätte sie? Weil er sie hat. Er stahl sie mir. Und ich habe es ihnen gesagt. Sie folterten mich, Söldner. Ich wollte es nicht sagen. Ich habe versagt. All die Jahre, immer wieder. Jene, die dich folterten, gehören zu einem mächtigen Kult. Sie brachen schon den Willen von Stärkeren als dir. Du kannst dich noch immer mit Ados versöhnen. So klug er auch ist, er braucht jemanden, der auf ihn Acht gibt. Familie. Er braucht dich. Er will mich nicht einmal sehen, Söldner. Versuch es weiter. Noch einmal zu der Scheibe. Der junge Ados kennt ihre Bestimmung nicht. Mit ihr wirst du das Labyrinth des Minotauros öffnen können. Versprich mir nur, dass du auf ihn aufpasst. Bei mir ist er sicher. Ich sollte Ados fragen, ob der Alte die Wahrheit sagt. Das muss ein Teil von Theseus sein. Ich verstecke mich lieber. Huh.
Du! Ich schwöre, ich habe sicher nichts gestohlen. Der alte Aufpasser sagte, du... Was? Er hat mit dir geredet? Hat er dir etwas über meinen Pater erzählt? Nein, hat er nicht, aber... Und was ist mit dem Sammler? Er sagte, du seist wie dein Pater. Wirklich? Das ist schön zu wissen. Hör mal, der alte Verwalter sagte, dass du... Warte. Und der Schwertfisch? Was hat er gesagt? Du hast ihn gefunden, oder? Er sagte, der Schlüssel muss in die Stele. Oh, ich weiß, wo die Stele ist. Aber warte, von was für einem Schlüssel sprichst du? Der alte Mann sagte, du hättest ihn bestohlen. Nein, habe ich nicht. Moment, was soll ich ihm denn gestohlen haben? Den Schlüssel zum Labyrinth? Eine Scheibe? Oh. Du meinst das alte Ding hier? Ich habe mich schon immer gefragt, wofür das sein könnte. Der Schwertfisch erwähnte einen Ort, an dem man eine Scheibe platzieren müsste. Eine Stele. Oh, und was machen wir jetzt? Wenn wir die Scheibe in die Stele stecken, sollte sich der Eingang zum Labyrinth öffnen. Dann kommt der Minotauros. Und du wirst auch meinen Pater retten, oder? Das habe ich dir doch versprochen, oder? Du bist wirklich der beste Söldner. Dein Pater und ich sind bald wieder zurück. Gehen wir zum Eingang und testen die Scheibe aus. Sieht aus wie ein Teil von Theseus Rüstung. Das ist nicht Minu. Was ist das? Unglaublich. Er ist echt. Bei den Göttern. Der Faden, mit dem sich Theseus im Labyrinth zurechtfand. Mal sehen, wo er hinführt.
Kreatur des Zorns tat dies. Das muss Nikios sein. Ein Ring. Den wird Aros haben wollen. Minotauros. Und auf geht es! Für das Erlegen mythischer Kreaturen erlangen. Ich habe den Minotauros getötet. Mother wäre stolz auf mich.
Der Minotauros ist tot. Danke für deine Hilfe, Ardos. Wo ist Pater? Ich suchte im Labyrinth nach ihm und... Es tut mir leid, Ardos. Leid? Warum? Hör zu. Du sagtest, du bringst ihn zurück. Lügner! Geh sofort wieder zurück und finde ihn! Ardos. Du hast es versprochen! Er ist tot, Ardos. Die Toten kommen nicht zurück. Aber für uns geht es weiter. Ich habe Angst, ihn zu vergessen. Ich will ihn aber nicht vergessen. Nimm das als Erinnerung an ihn. Vaters Ring? Hab Dank. Danke. Wir sollten von hier verschwinden. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß es nicht, Söldner. Ohne Pater. Ich weiß nicht. Vielleicht findet ihr es heraus. Gemeinsam. Ardos. Denk daran, du bist nicht allein. Es wird sich immer jemand um dich sorgen. Halt dich aus Ärger raus, Junge. Du weißt, dass ich das nicht versprechen kann. Ich werde schon dafür sorgen, Söldner. Hab Dank. Lass uns heimgehen, Ardos. Das klingt gut. Verzeih, dass ich die Scheibe stahl. Ist schon gut. Und dein Amulett. Welches Amulett? Und deine Ringsammlung. Du hast sie also. Und die Aufzeichnungen. Die waren noch nicht fertig. Bei den Göttern. Du kannst nicht immer zu stehlen, Ardos. Aber ich kann es so gut. Und ich bestehle nur die, die es verdient haben. Ich hatte es nicht verdient. Du hast mich jahrelang ignoriert. Nun nicht. Du hast recht. Ich war nicht für dich da. Hab ich es verdient. Ganz genau, oder?